Schnibbel die Schnapp und Alodio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, heute in der Partie gegen den ersten FC Kaiserslautern und wir haben Freitag. Schon wieder ist eine ganze Woche rum. Liebe Leute da draußen, eine ganze Woche ist rum, voller Fußball. Und gestern hatten wir mal wieder typisches Champions League Spiel und typisch wie immer wieder mal total knappi mit total viel Action und total viel Panikattacken und so, Herzschmerz pur. Puh. Das war schon echt geil. Ich habe übrigens gelesen gehabt, das habe ich auch schon letzten Montag, wollte ich das eigentlich schon gesagt haben. Also jetzt am Montag. Ja, ich werde dann die Partien mit Argentinien zeigen. Also, ne, die werdet ihr sehen können und die werdet ihr sehen können. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Das heißt, nächste Woche könnt ihr schon sehen, wird dann... Oh, da ist dann wieder Wolfsburg. Oh, ich hasse Wolfsburg. Ach ja, jetzt erstmal gegen Kaiserslautern heute in der Partie und dann mal schauen. Da können wir vielleicht wieder auf einen Bolzen von Bayern 04 Leverkusen oder Bayern hoffen. Vielleicht beide. 6 Punkte sind wir weg momentan. Das tut gut. Heute ausnahmsweise mal im Auswärtstrikot. Und in der Sonne kein Regen. Wundervoll. So gefällt mir das. So will ich das haben. Jesse Rodriguez. Ah, komm. Er wird heute wieder spielen. Wir spielen heute mit unserer A-Mannschaft. Emre Can geht raus. Dafür kommt Clayton mit. Clark ersetzt Cutlitz und Williams wird durch... Durch wen wird der ersetzt? Durch Berko. So, Problem gelöst. Wir spielen mit der Mannschaft, die wirklich hier ist. Töre, momentan echt Form hoch. Rodriguez, Dragovic, Tar schon 75. Alter Falter. Gegen das Schlusslicht. Lächerliche 3 Pünktchen haben sie auf dem Konto. Das heißt nichts. Ihr wisst, wir spielen Leverkusen ähnlich. Gegen Mainz gab es ja auch keinen Sieg. Die waren ja auch ziemlich weit unten in der Tabelle. Und heute soll das anders werden. Heute gegen Kaiserslautern will ich punkten. Wir wollen punkten. Wir wollen weiter uns absetzen. Vielleicht bolzen ja die hinteren Leute wieder. Das wäre echt geil. Und wir springen, sobald ich hier einen reingemacht habe. Ah, dann halt nicht. Wir springen rein in die Partie. Kaiserslautern gegen Arminia Bielefeld ist heute dran. Und wir sind auswärts gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ich trinke mir wie jedes Mal vor einer Partie mal wieder ein Schlückchen. Oder fast jedes Mal. Als Ungleicher geht's gar nicht. Kaiserslautern hat nur einen Sieg. Wir haben keine Niederlage. Und ich bin ehrlich. Verlieren will ich hier heute auch nicht. Ganz im Gegenteil, wir wollen hier heute auf jeden Fall gewinnen. Kaiserslautern wird den Anstoß haben. Idrissou und... Ist doch Idrissou gewesen. Oh, da hätten wir fast schon das erste Mal Ball bekommen. Heute mit Mitchell Weiser. Der tritt hier den Ball leider ans Aus. Mal ein bisschen gucken. Matt Moore. Oh, gefährlich. Die Jungs, da greifen sie direkt an. Nefkara hier. Huhuhu, da ist aber im weiten Rückraum niemand gewesen. Oh, der Pass von Jesse Rodriguez. Alles andere als gut. Nefkara dann noch ein Stück schlechter wie Jesse Rodriguez. Beeindruckend. Das macht nicht jeder so. Ja, was machen wir jetzt? Einen schlechten Pass spielen. Aber Ballzurückeroberung. Und der Ball auf den Falschen gespielt. Nein, Fkara sollte den haben. Nicht Martial oder Da Costa. Fkara ist doch der technisch bessere Spieler für sowas. Apropos, da ist Fkara schon wieder am Ball. Wunderschön abgelegt auf Mitchell Weiser. Mitchell Weiser auf Nefkara. Nefkara. Wunderschöne Parade. Und Mitchell Weiser nochmal am Ball. Na, Miguel. Miguel Veloso. Unglückspilz. Mies.
So im zentralen Mittelfeld will ich auf jeden Fall noch einen anderen Spieler haben. Kann ja wohl nicht sein, dass wir immer alle Bälle im zentralen Mittelfeld verkacken. Jesse Rodriguez auf Ricardo Rodriguez, der war aber nicht so gut vom Laufweg her, beziehungsweise der ist halt überhaupt nicht losgelaufen. Das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, nicht so guter Laufweg. Ja, Kaiserslautern geht mir schon gehörig auf die Cojones. Und das war Töre und der war gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Regt er sich zurecht auf. Miguel Veloso auf Töre. Ich glaube, das war sogar Sippel da am Tor. Schöne Flanke. Und da macht Martial den einfach mal nicht rein. Wunderschön. Also, wir beginnen typisch für unser Team. Chancentod ähnlich. Sippel. Ach, das ist gar nicht Sippel. Aber warum hat der so ein Gesicht, als wäre dann echt der Spieler? Also so, ne, so, ihr wisst, wie ich das meine. Oh, Rodriguez. Oh, Nefkara, auch nicht gut. Komm raus, Torwart. Das hat Castells gut gemacht. Kann man auch, glaube ich, gar nicht vermiesen. Mitchell Weiser. Mitchell Weiser ins Glück, 1:0. Ja, Kaiserslautern spielt wirklich wie ein Absteiger, aber wir haben bis jetzt auch keine Torchance genutzt. Torvorlage, Jesse Rodriguez, Mitchell Weiser, Saisontor 2. Hat er schön gemacht, haben beide schön gemacht. Ich nicht gedacht, dass Mitchell Weiser so locker durchkommt. Wenn man überlegt, dass Mitchell Weiser seine Karriere ja... Also zuletzt, ist ja von Kaiserslautern zu Bayern gewechselt und bei Bayern dann von Bayern dann zu uns. Tut natürlich Kaiserslautern doppelt weh, dass Mitchell Weiser ausgerechnet das Tor macht. Mitchell Weiser freut's. Saisontor 2. Mich freut's auch. Er hat's einfach verdient. Er hat's einfach verdient. Der ist auch ein guter Spieler. Auf Mitchell und Töre setze ich ja in der Saison. Auf den Flügeln. Also auf den Seiten. Wir haben ja nicht so richtige Flügelspieler. Das Coole bei Mitchell Weiser ist, der ist halt so auch noch so Halbverteidiger-Modus. Er kann nämlich beides. Er ist ja auch Linksverteidiger halbwegs. Oh, wenn Töre da oben. Dann halt nicht. Aber das ist Ricardo Rodriguez einfach mal egal. Einfach egal. Komplett über die ganze Seite drüber. An den Pfosten. Und dann... Alter, das war echt gefährlich. Ja, tackle mich weg, Dragovic. Boah, er war nicht gut. Der Pass von Mitchell Weiser dagegen schon. Und wieder Mitchell Weiser, wenn man vom Teufel spricht gerade. Miguel Veloso, erstes Saisontor. Das kann man doch kaum fassen. Miguel Veloso mit seinem schwachen Fuß auch noch. 2:0. Ja, da die Bielefeld-Fans voll am Ausrasten. 2:0. Aber warum kann der das? Warum? Da macht er sein erstes Saisontor für uns. Das kam unerwartet. Das kam auch bestimmt für die Lauterer unerwartet. Mit dem schwachen Fuß. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Damit habe ich nicht gerechnet. Keineswegs habe ich damit gerechnet, dass der reingeht. Kann man vielleicht mal versuchen mit Miguel Veloso. Aber ich meine, es ist auch Lautern. Ja. Damit haben auch die Bielefelder nicht gerechnet. Macht ja nichts draus, Keeperlein. Miguel Veloso, erstes Saisontor überhaupt. Ich glaube, das ist sogar sein allererstes Tor. Generell für mich. Ja doch. Testspiel gab es, glaube ich, auch keine Tore. Oh, Nefkara. Wenn er den da gut mitnehmen kann, dann wird's geil. Miguel Veloso, der hat jetzt Blut geleckt. Mitchell Weiser nicht so stark gepasst. Aber egal. Miguel Veloso. Ta. Jesse Rodriguez. Oh, schade.
Gefährlich, aufpassen. Aber da ist Nefkara, der passt auch auf. Und Mitchell Weiser, der auch schon ein Tor geschossen hat. Ne. Pass war nicht so schön. Schade, schade, schade. Oh, Goal. Schiedsrichter am Weg. Martial. Also Tore kann man eigentlich nicht so leicht wegschieben. Da Costa. Stark. Gut gemacht. Schlecht gepasst. Geht ran, geht ran, geht ran, geht ran, geht ran. Castells. Der macht mich fertig manchmal, ne? Wenn er manchmal sowas dann einfach mal ignoriert als Spieler. Ja, toll. Töre. Ja, die Fans sind ganz schön leise hier im Stadion, muss man ehrlich... Boah, Miguel Veloso. Glücklicherweise Halbzeit. Nicht so schön der Pass, aber 2:0 zur Führung. Also zur Pausenführung. Huh. Wir machen uns das Leben ein bisschen selber schwer. Aber in der Liga läuft es momentan. Mitchell Weiser und Töre... Mitchell Weiser und Miguel Veloso. Töre hat ja, glaube ich, das... Nee, Jesse Rodriguez hat es vorgelegt. Hier in FKA und das war echt eine gute Parade. Und dann Töre hier wunderschön. Aber halt genau dann, wo der Torhüter eh schon steht. Ist dann nicht so schwierig. Der war dann drüber. Da haben wir unsere ganzen Chancen nicht genutzt. Dann Mitchell Weiser. Dann einfach mit Strahl einfach glatt reingeschossen. Torhüter war weit vom Kasten entfernt. Hier nochmal. Oh Gott. Fett, das war ja Pfosten, wenn ich mich nicht irre. Und dann Miguel Veloso und dann stand sie ja als 2:0 ab der 32. Spielminute. Und ich glaube, das waren alle Chancen, ja. Dortmund, Hoffenheim 1:1, Nürnberg, Hamburg 0:0, Hertha BSC gegen 1. FSV Mainz 05 0:0 und Stuttgart ist das einzige Team, was zur Halbzeit führt, gegen Hannover mit 1:0. Alter, wir haben so viel Ballbesitz, ne? Richtig geil. Richtig geil. Ja, Nefkara und Gisse. Wir haben halt ein bisschen Ausdauerrückstand, sagen wir mal. Töre. Nee. Ich wollte ihn eigentlich so locker flockig machen. Locker flockig am Arsch. Und Töre. Töre. 3:0. Auch sein zweites Saisontor, endlich. Auch Töre darf mal wieder treffen. Und wer war es mal wieder, der vorgelegt hat? Jesse Rodriguez, heute als Torvorbereiter. Hier wunderschön rübergelegt. Töre dann. Und Töre und hat 3:0. Sieg. Da hört man es ganz im Hintergrund. Oh ja. Oh ja, das tut gut. Das tut gut. Endlich mal wieder Selbstbewusstsein tanken hier in der Partie gegen die Lauterer. Ah, tut allen gut. Yes. Da gibt's das Salutieren fürs Team. Saisontor 2 für die beiden Außen. Richtig, richtig nice. Richtig, richtig nice. Stadion ist noch ein Stück leiser geworden, glaube ich. Wem kann man es verübeln? Wir sind natürlich auch hier stark am Spielen. Miguel, wunderschöner Pass auf Da Costa. Kann man so nicht anders sagen. Da Costa. Oh. Gefährlich gespielt. Muss man aufpassen. Und Freistoß, aber wir wollen auch mal wechseln. Wir haben hier eine schöne Partie gesehen von allen Beteiligten, vor allem Jesse Rodriguez. Aber Nefkara geht, glaube ich, schon. Wobei, nee, komm. Können noch was drin bleiben. Nefkara habe ich gerade gesehen. Ist ausdauertechnisch nicht so kaputt, wie man es eben gedacht hat. Hier tritt ich ordentlich nach.
Martial hier. Da titscht der noch auf den Kopf des Spielers auf. Aber Nefkara setzt nach. Und da geht er ins Aus. Nee, geht er nicht. Drin. Nein, Castells. Ja, Castells. Das tut gut. Selbstvertrauen tanken. Das braucht Castells. El Capitano, der Klauterer. Und hier Castells. Ich dachte, der geht rein. Man muss da mal ein bisschen Selbstbewusstsein tanken. Das hat er auch gebraucht. Das tut dann doppelt gut, wenn man mal ein bisschen Selbstbewusstsein tanken kann. Und wieder Castells. Und wieder Castells. Jetzt tankt er Selbstbewusstsein ein. Jetzt darf er hier mal ein bisschen, echt mal ein bisschen tanken. Wobei der erste der Schüsse war jetzt etwas unplatziert. Und Türe auf Nefkara und jetzt geht der Konter los. Jetzt gibt es einen Konterfußball und der Ball dürfte nicht im Abseits sein, doch. Genau das Stück im Abseits. Ich habe zu spät gekickt, aber ich will mal hier ein bisschen, wechsle ich jetzt aus. Ja, ich hole Clayton rein und Meier. Ne? Jesse Rodriguez, top gespielt, zwei Vorlagen, 9,0, das hat er sich verdient. Starker Auftritt heute. Ja, Miguel Veloso, nee, der war nicht gut. Ich wollte ihn gerade noch loben, loben, loben. Aber dann hat er den Ball nicht so stark gespielt. Der Pass direkt in den Gegenspieler hinein. Da wechseln sie aus. Mimiti kommt rein für Urbina. Kenne ich ehrlich gesagt beide nicht. Wunderschön rübergelegt. Da Costa. Torres macht jetzt hier einen auf zentralen Mittelfeldspieler. Mitchell Weiser. Clayton. Immer noch. Clayton! Darf man echt nicht außer Acht lassen, wa? Martial! Ne, der Schuss war nicht gut. Da regen sie sich auf, oder? Ich glaube, der Torhüter war eigentlich... Lol, der war abgefälscht! Ich habe schon gedacht. Oh, der ist drin! Der ist drin, Dragovic! Das 4:0. Und Meier mit einer Torvorlage. Schöne Einwechslung. Freut sich Meier. Freue ich mich darüber, dass er mal noch einen Scorerpunkt hat. Dragovic. Jetzt steht es 4:0. Also in der kleinen Drangphase der Lauterer. Die hatten ja gerade, glaube ich, ihre beste Phase überhaupt in der Partie. Haben Castells vor ein paar Aufgaben gestellt. Der die aber ausnahmsweise mal richtig bravourös gemeistert hat. Und umso Freude von uns. Nutzen wir die ihre Druckphase selbst noch zum Tor. Zweites Saisontor auch für Dragovic. Bitter, das Weiser. Und Törre, also unser Gökhan und unser Mitchell, jeweils auch zwei Tore haben. Wie Dragovic, unser Innenverteidiger. Ja, die Saison ist auch nicht so geil gelaufen für die. Wobei die trotzdem gute Partien gespielt haben. Ne? Die haben halt nur ihre Chancen nicht genutzt. So war es ja jetzt nicht. Oh. Rodriguez. Und da ist er drin. Das haben wir schon gesehen. Stark gespielt. Rodriguez. Zu langsam. Dragovic geht in die Mitte, lässt zu, dass er flankt. Und dann ist er auch drin. Kopfballtore sind die leichtesten Tore. Immer noch. Töre. Töre mal ein bisschen auf der Außenbahn. Und da wäre fast das 5:1 gewesen. Ja, Töre hat mal ein bisschen Tempo auf der Seite gemacht. Und das hätte sich auch fast rendiert. Martial übrigens inzwischen ziemlich kaputt. Dafür kommt Jisil jetzt rein. Same Jisil. Da Vorbereitungen werden getroffen. Wunderschön. Martial geht raus. Die Partie ist trotzdem gelaufen. Auch wenn es jetzt 1:4 steht. Schade, dass wir noch ein Gegentor gekriegt haben. Schade, schade, schade. Da haben wir ein bisschen gepennt. Hinten. Lustig, als ich gesagt habe, die Drangphase ist vorbei, da haben die dann erst uns mal ein Tor reingeballert. So, hier ist hier Clayton, das kennt ihr noch aus der letzten Saison. Das gab es in der letzten Saison die ganze Zeit eigentlich.
Keine Vorwürfe, da hat einmal die komplette Verteidigung durchgepennt. Gibt's keine Vorwürfe. Oh, Clayton, einfach mal mit Speed. Einfach mal mit Speed Richtung Tor. Einfach mal mit Speed. Leider, leider technisch nicht so der Begabteste, aber in seiner Geschwindigkeit fast untoppbar. Maja! Gefährlich. Stadion macht gar keine Stimmung mehr. Ja, Stadion ist schon richtig still geworden, weil eigentlich ist die Partie ja schon vorbei. Maja ein bisschen zu glatt auf dem Keeper. Oh! Fast hätte Tah auch nochmal einnetzen dürfen. Jonathan Tah. In der letzten Saison war das ja ein Spieler, der dann immer, wenn er einen Bolzen gemacht hat, auch ein Tor gemacht hat. Also ziemlich häufig. In der letzten Saison fand ich den nicht so gut. Aber in dieser Saison gefällt er mir richtig gut. Also Tah holt sich viele Zweikämpfe. Finde ich eigentlich geil, wie er das macht. Schade drum. Wenn Maja den kriegt. Oh, da wollen sie nochmal angreifen. Die Jungs. Der Lauterer. Aber oh, das war ein Geschenk. Das war ein Geschenk. Also in der Verteidigung müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Da spielen wir nicht so gut in der Saison momentan. In der Phase der Saison. Ja, Miguel Veloso lässt sich ja immer den Ball super leicht abnehmen eigentlich. Das ist so ein bisschen dem sein nach Achillesferse. Zu leichte Ballverluste. Oh, Mitchell Weiser. Mann, ey. Rodriguez, das war stark. Ja, das nicht so, aber Rodriguez davor schon. Das war typisch Miguel Veloso, zweimal den Pass direkt in den Gegenspieler rein. Sowas bringt auch nur der. Oh Mann, Maja und sein Zweikampf können. Das war ganz schön traurig, was ich da gemacht habe. Maja, Clayton, Yisiel. Yisiel hier. Stadion uns echt ruhig. Ab und zu mal ein bisschen Geklotsche hier. Wenn der Torwart dann den Ball hält. Oder so an sich. Ist die Partie wohl schon abgehakt. Ich meine, ist auch. Kannst du auch eigentlich vergessen. 2 Minuten Nachspielzeit. Ist wirklich schon vorbei, die Partie. Nochmal auf Töre hier rüber gelegt. Yisiel! Erstes Saisontor für Yisiel. 5:1. Geht zu Töre. Danke, Töre. Danke, Töre. Yisiel darf sein erstes Saisontor hier noch feiern. 5:1. Töre hier. Abgefälscht. Yisiel sagt Dankeschön. 5:1. Ende dann doch sehr deutlich. Und Yisiel freut sich ganz besonders, weil das ist sein allererstes Tor in dieser Saison für uns. Und obwohl die Lauterer eigentlich ganz gut jetzt hier, naja gut, wir haben halt nicht mitgehalten, hatten aber eine gute Torchance, die dann zum 1:4 wurde und dann haben wir noch das 1:4. Doch, das 1:4 und dann haben wir noch das 5:1 draufgelegt und ich denke mal, der Schiedsrichter kann eigentlich, ja, abpfeifen. Der Anpfiff war gar nicht mehr nötig. 5:1. Mit 5:1 besiegen wir die Lauterer. Das geht in der Höhe auch vollkommen in Ordnung. Wir haben die ganze Zeit weiter Druck gemacht. Töre, Tor geschossen. Jesse Rodriguez, glaube ich, 2 vorgelegt. Weiser, Miguel Veloso, Dragovic, Töre, Yisiel. Alle haben mal ein Tor geschossen. Also 5 verschiedene Spieler bei uns. Das tat echt gut. Tat der Seele von unserem Fußball mal wieder ein bisschen gut. Mal wieder ein paar verschiedene Torschützen zu haben.
hier an den Pfosten von Jesse Rodriguez. Ich meine, der Winkel war natürlich unmöglich, aber richtig geil. Dann Miguel Veloso zum 2:0. Und Torre war es, glaube ich, zum 3:0, ne? Ja, hier Torre. Torre mit dem 3:0. Und da war eigentlich klar, wohin die Partie gehen soll. Hier dann die Druckphase von denen. Da war dann wirklich viel zu tun. Castells musste auf einmal doch viel mehr Einsatz zeigen. Dann hier mit der Doppelparade, ne? War die doch. Ja, hier. Eins. Dragovic. Ich meine Castells. Und dann ins Aus abgewehrt. Und dann kommt unser 4:0 in die Druckphase rein. Und direkt nach unserem 4:0 kommt das 1:4 auch per Kopf. Ja, da steht Haar und guckt nur dumm zu. Vielleicht doch ein kleiner Bolzen. Und dann hier nochmal. Und dann wäre fast noch das 2:4 gekommen. Und dann machen wir das 5:1. Wir hätten sogar noch ein paar mehr Tore schießen können, aber geht okay so. Geht okay so. Mitchell Weiser, starkes Spiel gespielt. Rodriguez, ein starkes Spiel gespielt. Martial und Kara, geht so. Meier hat noch ein gutes Spiel gehabt. Töre. Gucken wir mal, Torvorlagen. Ja, Tore, Töre, Miguel Veloso, Weiser, Dragovic, Torvorlagen geht 3 an Rodriguez. Meier 1, richtig geil. Und Yisil auch ein Tor, wunderschön. Freut sich Yisil. Generell freuen wir uns sehr darüber. Mal gucken, wer hat die meisten Pässe gespielt. Miguel Veloso hat viele versucht. Genau wie Nefkara. Weiser hat 21 von 22 unter den Mann gebracht. Das war geil. Für uns ist das gut gewesen, die Partie. Das 5:1. Wir haben ein bisschen Tordifferenz gesammelt. Für die Woche haben wir in dieser Woche eine Niederlage gemacht. Den Rest haben wir eigentlich wunderschön gewonnen. Rechts sieht man die Tabelle für die Ligaspiele, die jetzt wieder an... für die internationalen Spiele stehen ja jetzt an. Aber ehrlich gesagt, Daten werden vom Server geladen. Würde das ein bisschen schneller gehen? Danke, das sah schon aus wie abgeschmiert. Schlechtrivalen 1899 Hoffenheim, ich drücke einfach mal weiter. Dann können wir uns gleich mal angucken, welche Spieler fürs Nationalteam abgestellt sind. Das ist übrigens am Montag, wisst ihr Bescheid. Und wir schauen uns doch mal an. Scout-Bericht Pablo Inguez. Oh, der ist auch nicht so schlecht. Sprungkraft, ah, sehr langsamer Spieler. Sehr langsamer Spieler. Ach, ich wollte den rechts. Na, egal. Na, egal. Ich werde mir demnächst mal die angucken, die ihr mir vorgeschlagen habt. Auch Karl Dirim wurde mir vorgeschlagen. Beziehungsweise, vielleicht gibt es ihn ja noch. Belgien, ja, klar. Ja, klar, löschen. Warum auch nicht? Aber das sind Sachen, die ich mir jetzt noch nicht angucken möchte. Der Mannschaft, das ist übrigens unsere, ja, kennt ihr ja. Kennt ihr ja. Aber wir schauen auf die Bundesliga-Tabelle und Bayern. Leverkusen verliert, Bayern gewinnt und damit haben wir 9 Punkte Abstand. Das ist echt geil. 34 Tore, genau wie Bayern, 6 Gegentore weniger. Kann sie sehen lassen. Die Lauterer hinten haben von uns einen Fünferpack reingeklatscht bekommen. Kann man so stehen lassen, kann man so stehen lassen. Und mit diesem schönen Ergebnis mit dem 5:1 und dem Gewissen, dass am Montag das erste Länderspiel ist, verabschiede ich mich ins Wochenende. Ihr wisst Bescheid, am Montag ist wieder FIFA 14 dran. Und damit verabschiede ich mich von euch. Hier war FIFA 14 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara. Und wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag dann wieder im Länderspiel. Wer eigentlich? Gucken wir nochmal kurz rein. Gar nicht drauf geguckt, gegen den spielen wir denn? Ecuador. Genau. Dann sehen wir uns am Montag wieder gegen Ecuador. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.